person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, heute gibt es etwas, über das ich gerne mit euch reden würde. Einerseits ist es ein bisschen, dass ich mich für etwas rechtfertige und andererseits ist es eine Erklärung, warum ich mich überhaupt rechtfertigen muss. Und ich lerne ein bisschen nebenbei und ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es überhaupt geht. Und zwar, wer mich schon etwas länger verfolgt oder meine Streams vor allen Dingen guckt, weil da rede ich am häufigsten darüber, weiß, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Fan davon bin, Shorts auf YouTube hochzuladen. Warum bin ich kein Fan davon? Also es gibt viele Gründe. Einerseits gucke ich selber nicht so gerne Shorts, ich gucke lieber YouTube-Videos. Ich finde, dadurch, dass es jetzt mit den Shorts so ein bisschen populär auf YouTube geworden ist, machen voll wenige noch richtigen Content, also nicht jeder, klar, aber wenige auf alle Fälle. Und das ist einfach irgendwie traurig. Also ich habe lieber YouTube-Videos als Shorts, weil Shorts, habe ich das Gefühl, verblöden die Menschen ein bisschen, weil du guckst halt in, keine Ahnung, 10 Minuten 50 Shorts, während du in 10 Minuten auch einfach ein ganzes Video gucken könntest, was dich irgendwie, keine Ahnung, weiterbringt als 50 Shorts in so kurzer Zeit, weil dein Kopf verarbeitet viel zu viele Informationen, die du einfach gar nicht haben würdest, wenn du einfach ein normales Video schauen würdest. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt mit meinen 20 Jahren, aber keine Ahnung. Ich habe mich auf alle Fälle lange Zeit sehr, sehr quergestellt gegen diese Shorts und meine Meinung hat sich eigentlich auch immer noch nicht geändert. Ich mag Shorts einfach nicht und falls ihr nicht wisst, was Shorts überhaupt sind, das sind ganz kurze Videos, die könnt ihr auf YouTube anschauen, die werden euch bestimmt auch manchmal vorgeschlagen. Die gehen meistens, ich weiß gar nicht, wie lange Short geht, ungefähr, also nicht länger als eine Minute auf alle Fälle. Und ja, auf alle Fälle geht es darum, ich habe lange Zeit gesagt, dass ich niemals Shorts auf meinem Kanal hochladen werde. Ich finde es richtig scheiße und so weiter und so fort. Ist halt meine Meinung, ist ja auch voll in Ordnung. Ich kann ja, andere können das auch mögen, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, YouTube wird immer mehr zu dieser Plattform, die Shorts irgendwie anscheinend benötigt. Denn es gibt mehrere Gründe. Vieles habe ich jetzt schon gehört, dass dein Kanal irgendwie total untergeht, wenn du keine Shorts machst. Dann, wenn du irgendwann mal Geld mit YouTube verdienen willst, musst du auch Shorts machen, weil die Anforderungen, um überhaupt mit YouTube Geld zu verdienen, haben sich geändert. Zumindest habe ich das so gesehen. Und ich finde, es wird halt keine Wahl gelassen, ob du Shorts bringen willst oder nicht, um mit YouTube überhaupt irgendwas zu erreichen. Und ich sage mal so, klar, ich bin absolut glücklich mit meiner Community. Ihr seid aktiv, ihr kommentiert, ihr liked. Ihr seid im Stream dabei. Ich habe euch alle einfach ins Herz geschlossen. Aber das ist natürlich trotzdem für jemanden, der irgendwo mit seiner Sache was erreichen möchte. Es geht mir tatsächlich nicht ums Geld. Das kann ich euch sagen, wie es ist. Ich benutze ein Intro, wo die Monetarisierung eh nur teils möglich ist. Wegen der Musik, die ich in dem Intro verwende. Also ich kann damit schon mal gar kein hundertprozentiges Geld verdienen. Aber ich will halt einfach weiterkommen und wenn YouTube mir halt vorschreibt, mehr oder weniger, oder allgemein der Algorithmus auch einem vorschreibt, Shorts zu machen, dann weiß ich nicht. Bleibt einem irgendwie nichts anderes übrig. Zumindest fühle ich mich davon unter Druck gesetzt, weil ich eben diesen Wunsch und das Ziel habe, weiterzukommen. So, warum sage ich euch das? Warum mache ich nicht einfach Shorts? Es war schon so, ich habe am Anfang, als ich mit dem Kanal angefangen habe, gesagt, ja, ich mag keine Leute, die so viele Gewinnspiele machen, weil es kommt mir vor, als würden die ihre Follower nur durch Gewinnspiele generieren. So, habe ich gesagt, habe ich auch so gemeint. Jetzt habe ich aber mit der Zeit gemerkt, also ich habe einmal ein Gewinnspiel gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem Grund, auf alle Fälle war ich irgendwie so glücklich, weil dass mein Kanal so schnell gewachsen ist und dann habe ich halt an die liebe Sally und an Highway Creations eine PaySafe-Card verlost. Und die Resonanz war halt einfach so positiv,
dass ich halt das noch ein zweites Mal zu Weihnachten gemacht habe. Und auch da wieder haben sich die Leute sehr, sehr gefreut und halt sich bei mir bedankt. Und ja, das Gefühl ist halt einfach irgendwie, man wird süchtig danach, muss ich ehrlich sagen. Aber dann habe ich halt den Kommentar bekommen, ja, erst sagen, man möchte keine Gewinnspiele machen und findet das richtig scheiße und es dann doch machen. Es stimmt, ich habe gesagt, dass ich das scheiße finde. Habe es dann trotzdem selber gemacht. Ich kann nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe meine Meinung dazu geändert. Einfach, weil ich es jetzt selber gemacht habe und jetzt weiß, wie es ist. Klar, ich bin immer noch kein Fan von Leuten, die das ständig machen. Also wirklich ständig, weil das ist, stinkt irgendwie bis zum Himmel. Aber ab und zu oder aus einem bestimmten Grund kann man das natürlich machen und ich habe damit absolut kein Problem mehr und finde das voll in Ordnung. Und ja, aber zurück zum Thema Shorts nochmal. Ich möchte auch jetzt euch noch einmal fragen, weil ihr seid ja alle etwas jünger als ich. Also nicht alle. Ich kann euch nicht alle in einen Topf werfen. Aber die meisten von euch sind etwas jünger und kennen sich mit der modernen Zeit ein bisschen besser aus als ich anscheinend. Ich bin schon ein bisschen zurückgeblieben. Und da wollte ich euch einfach fragen. Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwelche Shorts hochladen. Huch, ich will nicht das Beet machen. Nein, nein. Sondern ich möchte schon Shorts schneiden, bearbeiten und nicht einfach irgendwelche Sachen aus meinen Videos übernehmen. Oder das kann ich auch machen, aber halt, ich will trotzdem auch was erstellen. Wenn ich schon Shorts mache, dann will ich wenigstens was Gutes machen. Und da wollte ich euch fragen, gibt es dafür irgendeine App? Weil ich kann ja nicht mein Videobearbeitungsprogramm für Shorts benutzen. Also ich wüsste nicht, wie. Vielleicht muss ich da auch einfach nur das Format ändern. Keine Ahnung. Ihr wisst, ich habe keine Ahnung. Ich habe mit TikTok keine Ahnung. Ich habe auf Instagram habe ich einmal ein Reel hochgeladen, aber das war auch mehr Glück als Verstand, dass ich das geschafft habe. Und dann habe ich noch ein Problem, mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, welches Programm ich dabei nutze. Ich weiß gar nicht, wie man Shorts überhaupt hochlädt, weil bei mir gibt es diesen Button nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon Shorts hochladen kann, ob ich die Anforderungen erfülle. Ich meine, früher oder später muss ich sie ja erfüllen, aber ich weiß halt nicht, wie es geht, weil wenn ich oben auf das Plus drücke, steht einfach nur Video hochladen oder Livestream starten und nix von, nee, jetzt wollte ich schon Reel sagen, Short hochladen. Ich bin schon ganz verwirrt. Naja, auf alle Fälle bin ich dann nicht so informiert. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt von dem ganzen Thema haltet. Ich bin, wie gesagt, irgendwie nicht wirklich glücklich damit, weil es nicht wirklich mich widerspiegelt. Ich wollte nicht in diese Neuzeit mit reinrutschen, aber irgendwie lässt einen das Leben ja eben doch keine Wahl. Ich weiß jetzt auf alle Fälle, wie sich ältere Menschen fühlen mit dieser ganzen Technik. Die werden sich auch denken, jetzt brauchen wir die Technik für fast alles und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Also will ich jetzt nicht mit 20 auch schon so enden und versuchen, mich ein bisschen da anzupassen. Mehr oder weniger gezwungen, aber ich denke, ich kriege das hin. Auf alle Fälle wäre es sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr mir da Tipps geben könntet. Allerlei Tipps, wenn ihr selber Erfahrungen mit Shorts habt, schreibt alles gerne in die Kommentare. Schreibt mir auf Discord, schreibt mir auf Instagram. Ich tausche mich gerne mit euch aus, weil ich einfach in der Sache dringend Hilfe benötige. Also dann, ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuhören, für alle, die noch zuhören bis hierhin. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.